Hallo Unione, danke fürs Einschalten. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen rar gemacht und es wird auch wieder mehr werden. Buff Booster Tag 1, 4 Sterne ohne Rot. Ihr seht meine Verteidigung im Hintergrund. Verschiedene Sachen habe ich. Buffs einmal mit Rigard, mit ihm hier heilen und die links und rechts sind immun gegen neue negative Statusveränderungen und sollte es doch passieren, wird geheilt. Zusätzlich kann er noch Blenden, Schaden verteilen, als Mönch ausweichen. Hier haben wir Gegenschlag plus Heilung plus möglicherweise nochmal Heilung. Und dann haben wir einmal Verhinderung von Buffs beim Gegner. Und einmal beim Gegner alles entfernen. Das ist der Plan. Gucken wir mal, wie gut das insgesamt geklappt hat. Bisher noch gar nicht. Schauen wir rein. Also eins ist klar, ich werde auf jeden Fall lila spielen. Wir haben nur ein Problem, ich bin ja nie gut, was lila angeht. Das war es auch schon, was ich in lila habe. Dann ist die Frage, was ist die zweite Farbe? Der frisst alle Minions. Fünf Prozent, das wäre natürlich schon schön. Aber es ist besser als er. Ich nehme Sonja mit rein. Schon mal genau so läuft das. Halt, was habe ich hier? Ja, genau richtig verteilt. Starten wir. China. Wow, das ist jetzt erstmal nicht so prall. Ziehen wir mal lila zusammen. Wenn ich den Vierer mache, müsste der da entstehen. Ich brauche Heilung. Mist.
Der ist immun gegen Kälte, Gift. Müssen wir vorbereiten. Das nehmen wir runter. Wie viel fängt er noch auf? Zwei Hits. Das sind die zwei Hits, die er auffängt. Dann spiele ich da mal rein. Ich kill die Autohitze. Es ist so schlimm. Wollen wir mal, dass mich das nicht killt. Hier kommt nichts, hier kommt einfach nichts. Ja, und wenn er dann geladen ist, ne, dann wird er weggefetzt. Danke auch für gar nichts. Und das war's jetzt definitiv. Ach, ist das ätzend. Wieso ist denn der entzaubert worden gerade? Machen wir so, dass er erstmal weg ist. Wie viel fängst du noch auf? Ein, drei. So, wenn wir es schaffen können, lila Steine zusammenzubekommen, na, ist egal. Die Autotext killen mich von dem Vieh alleine schon. Fängt schon mal gut an, so wie es nicht sein soll. Ja, schon das zweite Mal, dass die Leute sterben, bevor er fertig ist. Ja, ist halt so. Fass mal zusammen, lila ist es einfach nicht für mich. Jetzt meine Version, die ich auch hier im Dings drin habe. Ja, so ist das. Okay. Du gehst dahin und dann haben wir hier noch. Wo ist er denn?
machen jetzt zwar keinen Steinschaden. Zumindest ein paar Buffs. So, wir wollen nicht, dass du auslöst. Ja, so lässt sich es viel besser spielen. Da hauen wir doch gleich noch mal ein paar Buffs drauf. Das sind Krieger, die stehen andauernd auf. Ja, aber die Auto-Attacks killen sie, solange das hier läuft. Du hast da rausgenommen. Okay, grün, grün, grün sind alle deine Farben. Wer sich fragt, wieso ich das gemacht habe, dem kann ich sagen, weil ich gerade eben einmal so richtig auf die Fresse gefallen bin und damit bisher nicht. Der kann ruhig auslösen, das stört mich erstmal gar nicht, weil ich nämlich keine Buffs habe. Da machen wir einen zweiten blauen. Das wird nur nicht reichen, weil ich zu wenig Buffs drauf habe aktuell. Okay, jetzt sieht das doch mal schön aus. Jetzt bin ich am Zug. Ein bisschen mehr hätte das schon sein können, was da an Schaden rumkommt. Immerhin sind meine Buffs jetzt gleich wieder weg. Der macht jetzt auch nichts. Muss ich jetzt als erstes rausnehmen. Er kriegt trotzdem den Buff. Die Steinhaut. Och Mann, das ist unfair.
reinigt er nicht erst? Nein! Er reinigt am Ende? Wie dämlich ist das denn, bitteschön? Okay, langsam ernährt sich das, schwer und langsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es funktioniert. Viele Buffs und dann ein paar Steine. Besser natürlich mit zwei Farben. Drei Farben ist irgendwie so ein bisschen blöd. Da fehlt halt so ein bisschen die Power. Vielleicht werde ich blau nochmal durch ein weiteres Gelb ersetzen. Aber da kommt schon einiges an zusätzlichen Lebenspunkten zusammen. Das muss man mal sagen. Boah, was machst du? Wow. Gegenschlag wäre schon gut. Heiler drin ein. Es bleibt dabei. Auch wenn es nicht gut ist. Das hier ist aber gut. Wir haben hier keine Wiederbelebung drin. Da kommt eine schöne Kombination zustande. Welche Kombination ist denn jetzt besser? Die lilane da unten, kann ich den noch machen? Zerstöre ich das Grüne hier unten? Ich nehme mal direkt raus. Leider einen zu spät. Will ich den Diamant unbedingt haben? Der Schaden reicht nicht und die löst aus. Noch habe ich den Schaden drauf, was soll's. Nein! Fair. Immun gegen neue Buffs ist gut, dann braucht man die nämlich nicht zu entzaubern. So, mein Freund. Hier kommt noch mal ein bisschen was rein.
Aber mit einem, da kommen ja null Schaden rum. Und das waren jetzt hier schon gepushte Angriffe. Also überlebt er immer noch, aber den Game überlebt er gleich nicht. So. Zwei Buffs und dann macht man auch ein bisschen Schaden. Einen haben wir noch. Melindor heilt. Wir bleiben dabei. Schön ist nämlich, dann kommen auch irgendwie immer so ein paar Kombinationen zusammen. Wir wollen ja, dass du auslöst. Aktuell bringst du nämlich nichts. Da spielen wir gleich nochmal rein, weil wir es können. Das ist gut. Jetzt ist blau geladen. Jetzt ist eigentlich alles geladen. Dann einmal Buffs hoch. Tut uns das leid, dass da keine Buffs rumkamen? Nein. Okay, sie entzaubert erst. Ich habe es als gar nicht so tödlich in Erinnerung. Schauen wir mal, wie tödlich es jetzt in Wirklichkeit ist. Das war's für dich. Boah, mir ist bewusst, dass das nicht schön ist zum Anschauen und dass das eher langweilig ist, aber das ist zumindest sicher gespielt. Einen weg. Oh, hat's überlebt. Ist ein bisschen wenig Schaden, gebe ich zu. Der Schaden kommt durch die Buffs, wenn die Steine liegen. Aber ich meine, das sind verdammt viele Lebenspunkte, die ich hier habe, dank der Überheilung, ne, von zwei Charakteren. Also schon nicht schlecht. Und bis auf das eine, vorhin war es auch wirklich nicht so schlecht. Das erste Spiel ging Level 48, ne? Puh. Da kam halt einfach kein Lila. Und ich hatte halt auch keine Power, muss man auch dazu sagen. Gucken wir, wie es weitergeht. Euch viel Erfolg. Tschüss.